Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Professor Layton. Und wir sind im hinteren Zugabteil und wir sehen da jemanden, den wir einfach mal anquatschen. Herzlich willkommen im Molentary Express, werte Fahrgäste. Darf ich Ihnen eine kühle Erfrischung oder eine herzhafte Knabberei servieren? Nein, danke. Etwas zu knabbern wollen wir eigentlich gerade nicht. Ha, hätte ich mir denken können. Und dabei war das mein schönstes Service-Lächeln. Naja, seit wir diesen protzigen Speisewagen haben, will eh keiner mehr an Knabberkram, mein Knabberkram. Bei der Konkurrenz werde ich ja nicht mal eine Tasse Tee los. Die Fratze ist göttlich. Bei der Konkurrenz werde ich nicht mal eine Tasse Tee los. Ist das langweilig? Es dauert noch eine halbe Ewigkeit, bis ich Feierabend habe. Habt ihr Lust, ein Rätsel für mich zu lösen? Immer raus damit. Rätsel Nummer 6. Schlickermäulchen. Mäuler. Du siehst einen Stapel Pfannkuchen von neben. Doch kein Rätsel in Regeln. Es darf stets nur ein Pfannkuchen auf einmal bewegt werden. Es darf kein Pfannkuchen auf einen kleineren gelegt werden. Lege die Pfannkuchen so oft du willst, du darfst auch den mittleren Teller verwenden. Okay. Juhu, wir haben es schon geschafft. Ob das stimmt? So schwer war das jetzt nicht. Das war viel zu leicht. Stimmt. Weiter geht's. Du bist ja ganz schön auf Zack, Kleiner. Na dann, unser nächster Halt ist ja dieses entsetzliche Kuhdorf. Dropstone. Stinklangweilig wäre das Kaff. Wäre für das Kaff noch geschmeichelt. Ich weiß echt nicht, wieso wir da Halt machen. Aber das gehört wohl zum Job. Manchmal ist das eben total öde. Okay. Wir können hier auch noch mal rein. Ist wohl gerade niemand da. Versuchen wir später noch mal. Okay. Jo. Das ist ja mal cool. Der Besen fliegen kann, ne klar, hier wohnt eine Hexe. Ist schon klar. Kommt die ihm nicht bekannt und vertraut vor? Okay. Kleine Hütte. Kommt vertraut vor. Wahrscheinlich aus dem ersten Teil, dies ist ja der zweite Teil des Spiels. Wenn ich Zeit habe und das alles noch richtig schön konfigurieren kann und das Spiel zum Laufen kriege, kann ich euch den ersten Teil auch mal vorführen. Eine Zugterrasse. Ah nein, originelles Rätsel. Wie wär's? Möchtest du es einmal versuchen? Ja, klar, neues Rätsel. Immer her damit. Lauter Bäume. Das wird ja mal interessant. Der Wald und der Professor vom Zug aus bestaunen besteht aus vier verschiedenen Baumarten. Kannst du das Baumviereck unten aufteilen, dass in jedem Abschnitt ein Baum jeder Art steht? Zeichne die Trennlinien, indem du ein Touchpad entlang der Linien bewegst. Ah. In jedem Abschnitt ein Baum. Oh mein Gott, das ist ein kompliziertes Rätsel. Halt.
Neu. Der, 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 der. So. Dann der, 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 der. Irgendwie doch nicht. Nö. Nochmal neu. Wird bestimmt mein Kater im Hintergrund rumvorwerken. Das war das. Jetzt kommt das dran. Doch nicht. Nö. Neu. Das muss doch zu knacken sein, dieses Rätsel. Der, 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 der. So. Nee, wir brauchen den Baum in der Ecke unten. Leute, wenn das so weitergeht, ich glaube, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und lasse euch dieses Rätsel als kleine Denkaufgabe da, da es ja heute schon dritte Folge ist. Und wir sehen uns am Morgen wieder. See you later, Leute.